Remember, being healthy is basically dying as slowly as possible. Ja, herzlich willkommen zu Lass hören. Was war das für ein Witz? Von wem war der? Dem Podcast. Gib mir mal einen Hinweis. Ein Mann? Er hat ähnliche... Von einem Mann? Hat er ähnliche Themen wie du? Es ist ein Mann, ja. Und er kommt aus Großbritannien. Ricky Gervais. Richtig. Kennst nämlich keinen anderen von da. Stimmt. Doch, Eddie Lizard. Ist der davon? Der heißt Eddie Izzard. Eddie Lizard. Paul McCarthy. Der von den Höhnern. Ja. Ja, genau. Herzlich willkommen, das ist eine Folge. Vor mir sitzt Jan van Weide. Und vor mir sitzt David Kebekus. Herzlich willkommen zur großen David Kebekus Show. Feed. Jan van Weide. Aber kleingeschrieben. Ja, fährt. Ich habe noch ein paar Sachen von ihm, weil ich habe ein bisschen mich schlau gemacht über Richard Gervais, Ricky Gervais. Und das hat mich sehr an dich erinnert, weil zum Beispiel Sätze wie, das fand ich auch ganz geil. Der ist auch erst spät famous geworden. Ja. So wie ich bald. Junge, der hat The Office erfunden, ne? Nicht, ja. Geklaut wie alle anderen ja. Länder. Ja, genau. Ja, geil fand ich auch. Remember, if you don't sin, then Jesus died for nothing. Und warte mal, ich hatte noch was. Hey, was ist hier ein Witzevorlesetag? Nein, pass auf, aber es sind gute Sachen. Jan, ich glaube an dein Talent, dass du selber auch das, einen Witz das war auch voll original kannst. Du, fand ich. When I see a headline, guess who's going out with who? I don't guess and I don't click. und den fand ich richtig gut. Der hat auch manchmal so, der hat nicht nur Jokes, der hat auch so geile Weisheiten. Und das ist, also was heißt Weisheiten? So einfach so. Verschwendest gerade ganz viel Potenzial für potenzielle Folgenstarts. Nein, das ist kein Witz. Und das stimmt eigentlich, das fand ich ganz geil. Remember, when someone says you have changed, it usually means you have stopped living your life their way. Ja, das ist richtig wahr. Ja, weißt du, was ein richtig komisches, also merkwürdig beim Ricky Gervais ist halt, ich habe den auch mal live gesehen in Amsterdam. Really? Ne? Yes, vor 2-3 Jahren oder so. Junge, super Typ. Richtig cool, ja. Und solche Reisen mag ich total. Ne? Ich mache halt keine Auswärtsspiele zu irgendwelchen Fußballgames, ne? Aber so Foreign Comedians angucken und dann irgendwie. Wenn man das wieder darf, will ich mit. Ja, genau, nach Amsterdam oder sonst wo. Louis habe ich ja auch da gesehen. Ja. Und so. Das ist schon cool. Ne? Dann hast du auch ein cooles Event für das Wochenende, wo du hingehen kannst. Wenn du sonst in den Kiff-Stores abhängst und die einen durchballerst. Naja, auf jeden Fall hat Ricky Gervais in seinem neuesten Programm, ich glaube, das ist das neueste, redet der darüber, dass er keine Kinder hat und warum er auch keine will und weil er an Kindern blöd findet, ne? Oder, naja, so. Und ist auch eine ganz lustig, ne? Und gute Nummer. Und der ist halt ein super Autor, ne? Der ist mega, mega schlau, ist kreativ, ist super funny, kann Serien schreiben, hat schon lange Kinofilme geschrieben, hat schon Hauptrollen gehabt und so, moderiert. Junge, das ist der Übercomedian einfach, ne? Und wenn du dir den Instagram-Account von den anderen guckst, ne? Das ist eine 6-. Ja? Ja, ja. Er hat nur Bilder mit seiner Katze. Ja, oder wo der in der Wanne so seltsam hängt. Ja, das ist ganz witzig, ne? Ja. Da macht er sich so extra hässlich. Aber der hat 99% Cat Feed, ne? Echt? Das ist quasi so, das ist halt einer, der keine Kinder hat, weißt du? Ja. Der hat halt dieses Kätzchen, ne? Ja, und macht davon Bilder. Und denkst du, das ist so der super brillante, always funny Guy und dann so, ich möchte mir nochmal Katze smoothen. Ja, der setzt sich sehr für den Tierschutz auch ein, ne? Ja, aber der ist gar kein Vegetarier, habe ich gehört. Aber so what, ne? Ja. Der hatte. Übrigens. Wie heißt es nochmal, die Serie, die er geschrieben hat? Life's Beautiful. Life's Too Short. Life's Too Short? Nee, das ist nicht von dem. Doch, ist wohl von dem. Life's Too Short. Ach ja, stimmt, ist von dem. Ja. Das war Weltklasse. Aber du meinst Afterlife. Afterlife. Ja. Da habe ich die zweite Staffel noch gar nicht gesehen. Apropos vegan. Dachte ich, erzähl euch, dass ich die nicht gesehen habe. Apropos vegan. Apropos vegan, von wegen Tierschutz und so, ne? Mir hat es ja jetzt, eine Freundin von mir hat mir eine vegane Schokolade angeboten, ne? Es war so eine Öko-Packung, ne? Also so alles so in so Erdtönen, ne? Und hier ist eine vegane Schokolade. Ich so, cool, eine vegane Schokolade, ne? Und dann ist mir eingefallen, Schokoladen waren nicht vegan vorher? Nein, wegen Milch. Geil, ne? Ja. Ich dachte so, Kakao und so. Und ich so, Moment mal, da sterben Tiere für?
Oder sie werden gemolken. Naja, das ist ja qualvolle Weise. Junge, wie falsch man das, wie wenig ich wieder weiß, ne? Ja. Das Tier muss gar nicht sterben. Nein. Hm. Es muss nur in einer Masse gehalten werden. Das ist es? Wahrscheinlich, ja. Ja, okay. Ich glaube, dass Milka-Kühe nicht lila auf Wiesen lebend sind. Schade. Es gibt, glaube ich, nur eine. Ja, Junge, was die zu tun hat. Ricky Gervais, da wollte ich auch noch was zu sagen. Jetzt habe ich aber vergessen, was. Oh, kennst du das, wenn man Mann. Kaffee trinkt und der letzte Stück ist nur noch Pulver? Ja. Und bröselig wird im Mund. Schön. Willst du mir Junge, was erzählen? Ja. Aber darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal geredet. Die Golden Globe war das, ne? Die der immer gemacht hat. Ja. Die Golden Globe-Reden von Ricky Gervais, falls ihr nur den von irgendwas kennt, Extras, auch überragende Serie. Junge, auch überragende Serie, so lustig. Ja, ja, ja. Guckt euch mal bitte die Reden von dem an, Junge, das ist so, ey. Falls ihr noch nie Comedy gehört habt und noch nie von Ricky Gervais und noch nie von der lustigsten Rede der Welt, dann guckt die jetzt. Ja. Die kann man sich sogar, habe ich dann auch recherchiert, die kann man sich in ausgedruckt auch nochmal durchlesen, weil ich bin nicht mal ganz mitgekommen, was der so erzählt hat. What? Und dann, ja, da waren so ein paar Sachen. Du hast, glaube ich, YouTube nicht verstanden. Kriegt ihr einen What? YouTube-Link? Kannst du mir das ausdrucken? What? Nein. Die Rede in Textform. Hat es nicht verstanden, also? Ja. What? Du bist doch Foreign Speaker. Ja, aber nicht alles. Also, ich habe nicht alles verstanden. British ist vor allem hier so. So. Ja, okay. Was war los diese Woche? War was los? Larry King ist gestorben. Holy shit, das habe ich nicht mitbekommen. Nee? Ehrlich? Ja. Der bekannte Horrorautor. Nein, der bekannte Talkmaster. Woran ist er gestorben? An Covid. Einer zu schweren Brille. Nee, an Covid. Covid, ehrlich? Ja. Der war aber auch schon bestimmt jetzt uralt. Der war schon damals uralt, als ich den kennengelernt habe. Der war 87. Okay. Und ich habe es auch nur doch, das ging schon in der Presse rum, auch in der deutschen. Und ganz viele Leute, die ich so ein bisschen folge, die haben halt was von dem gepostet. Ne? Also für die No-Brainer in unserer Hörerschaft, das war ein Talker, der hat einfach lange Interviews geführt auf National Television, ich glaube CNN oder so. Die Größten der Größten saßen da, ne? Genau, von Sinatra bis Bill Cosby. Da hatte doch Sinatra gesagt, dass er sich jedes Mal in die Hose scheißt, oder? Genau, ja. Und das war immer so eine Stunde lang, glaube ich, anderthalb oder so. Und Daily, entweder, ich glaube Daily heißt Montag bis Freitag, ne? Auf jeden Fall super oft, ne? Und 1000 Jahre lang. Und dann hat halt Conan O'Brien und so haben halt, ein paar Leute haben halt gepostet hier, sad news, bla bla bla, ist leider gestorben. Dann so Videos mit Conan und so weiter, Ausschnitt und so weiter. Und der hat halt bis zuletzt noch mal locht, ne? Der hat mit 87 immer noch irgendwie so Specials gemacht und Shows und irgendwelche Krass. Streaming-Sachen so. Und dann habe ich mal recherchiert, wer ist das denn? Also was ist das für ein Typ? Mal mich informiert. Und das ist ja oft so, weißt du, warum viele Leute im Showgeschäft lange arbeiten? Weil die eingehen, wenn die aufhören. Oder wenn die richtig viele Kinder von richtig vielen Frauen Oder ist achtmal Ach so, verheiratet wenig. Alimente erarbeiten. Junge, achtmal verheiratet? Jesus. Und mehrmals die Warum immer direkt verheiratet? Ja, teilweise ey. Divorce. Also nach zweimal ist doch Schluss, oder? Muss man sagen, so ey, irgendwie das Also, das bringt nur Ärger. Genau, so, guck mal, wenn wir jetzt amerikanische Comedians wären, dann würden wir ja gar nichts zu sagen. Dann würden wir sagen, very sad story. Aber jetzt können wir sagen, jo, das ist schon ein bisschen merkwürdig, ne? Also der hat halt super oft divorced und dann ein Jahr später neu geheiratet. Dann wieder divorced, eine andere geheiratet, divorced und dann die von vor zwei Divorces nochmal neu geheiratet. Der hat sich in die Schuldenfalle reingeheiratet. Ja, ich glaube, ich muss weiter Shows machen. Ja. Vielleicht hat er das deswegen gemacht, weil er Angst hatte aufzuhören, das war, ich brauche einen Grund. Ich brauche einen offiziellen Grund, um weiterzumachen. Ja, krass. Ja, der hätte. Wie viele Kinder sind aus diesen 8 Ehen entstanden? Junge, Hunderte. Nee, weiß ich nicht. 9. Da war der Larry King. Ja, das war auf jeden Fall. König. Ich meine, das ist ja immer so, ne, dass jeder hat so seine Sachen, seine Packages und seine Kleinigkeiten, die halt nicht so optimal sind, ne? Aber. Das ist schon abgefahren. Ey, wirklich achtmal. Junge. Wahrscheinlich waren die Frauen alle schweinereich und er wollte nicht unbedingt heiraten. Hey, David. Du bist auch schon im Clubhouse. Nee, ich bin noch nicht da, aber ich wollte mir das mal angucken,
Einfach nur, um zu wissen, was das ist. Ja. Und ich glaube auch, dass, Junge, was für ein überragendes Intro, du bist so ein Antityp. ja, ich wollte mir das mal angucken, damit ich weiß, was das ist. Ne? Aber ich finde es irgendwie, ich brauche nicht noch eine Social-Media-Plattform, wo ich irgendwie dann das Gefühl habe, ich müsse da auch stattfinden. Ja, es ist ja was anderes als die bislang herkömmlichen, ne? Es ist ja, geht ja um. Ja, so viel anders ist auch nicht. Ja, ich musste sehr lachen. Ich hatte. Kannst du mal kurz zusammenfassen, was das ist? Du bist doch schon. Clubhouse, ich kenne mich da noch nicht so richtig aus, aber das ist so, das sind eigentlich so Chaträume, wo man im Grunde das, was wir jetzt gerade hier machen, live, und dann kannst du Leute dazu holen mit den Labern. Das sind so. Jetzt zum Beispiel haben das Joko und Klaas und Elias Mbarek und so und noch irgendwie ein paar Medienmenschen haben so einen kleinen Raum gegründet, wo man den halt zuhören kann. Das ist wie so ein Live-Podcast, wo die gerade die neue Show von Joko, die da heißt... Bewerben, egal. Löst mich ab oder sowas. Nicht gucken. Ja, ja was ein bisschen absurd ist, ist, je erfolgreicher dieses Format, was du da, wo du da zuhören kannst, ne, desto weniger Möglichkeiten hast du da mitzureden, weil dann sind da 1 Million Hörer und 100.000 wollen was sagen, ja, wir nehmen mal dich, sag mal was, ja, ich grüße meine Oma, ja, danke, oder ja, was. Ich habe kurz zugehört und dann haben die es halt zusammen geglotzt und ich fand es sehr lustig, Tommy Schmidts Status war, ey Leute, ich verstehe das auch alles hier noch nicht oder so, ich verstehe das irgendwie auch nicht hier. Ja, das ist irgendwie so, alle haben mitgemacht und keiner wusste genau, was so, ich habe gedacht, ey, was ist das, Clubhouse, alle sind da drin, ja. Melde ich mich auch mal an. Ich gebe all meine Daten ab. Und ja, ich weiß auch nicht, noch nicht, das erste, was noch ich nicht da, richtig mit befasst. Mir wurde das immer am Handy, habe ich es mal gesehen von jemand anderem. Und dann war so eine Veranstaltung, die ich gesehen habe, von Frank Thelen, der Höhle der Löwen-Nerd. Ne? Ah ja. Und da war das Thema, warum Clubhouse sich nicht durchsetzt. Ja, das finde ich natürlich richtig gut. Und ich glaube aber, ich meine, vielleicht machen wir da mal was drauf, aber mir ist das prinzipiell egal, dass es wieder irgendwas Neues gibt. Und am Ende ist es so, wenn das mega erfolgreich ist, dann macht Facebook 3 Klicks und dann haben die Funktion auch. Ja, stimmt. Ja, ja stimmt. Das wird wahrscheinlich der nächste Step auf Instagram sein. Ja, oder die kaufen irgendwie gesnappt. Zum Beispiel bei TikTok mache ich nichts. Ich habe die App nicht am Handy und mein Leben leidet nicht darunter. Ja, und so stimmt. Kurze Videos, die einen ablenken, habe ich auch bei Instagram. Da kann ich auch Zeit verschwenden. Ja, das, ist ja noch das wird ja immer sofort 1:1 kopiert für Instagram. Ja. Ja, das war dann bei Instagram die Reels, diese 15 Sekünder. Ja, gibt's halt immer noch. Ist ja auch geil. Ja, ja, klar. Ja. Genau. Aber dann ist man froh, dass es das auch jetzt endlich da gibt. Ja, das Problem ist halt, dass es auch mega Spaß macht, einfach sich so voll krass zu berieseln zu lassen, dass dann so die goldenen Moments rausgeschnitten werden von irgendwelchen Videos, die halt teilweise super aufwendig waren. Dann kriegst du halt nur die sicken Bilder. Natürlich ist das unterhaltsam. Ja, klar. Ja, vor allem wird die Aufmerksamkeitsspanne weiterhin gedrosselt. Junge, ich höre gerade das Buch von dem Vater von Thomas Spitzer. Ach. Ja, der ist irgendwie Professor, Psychologe, Junge, der ist alles, Neuro irgendwas, Hirnmensch. Junge, und der Wunder. Hat so ein super erfolgreiches Buch geschrieben, Digitale Demenz heißt das. Das war vor 7 Jahren oder so, ist das rausgekommen. Das ist Junge, wahrscheinlich noch brandaktuell. Junge, das ist einfach, wie ich meine Intelligenz mit dem Fernsehgucken vor 20 Jahren einfach in die Mülltonne geworfen habe, ist einfach exorbitant schmerzhaft. Ja. Ja, krass. Und was ist, hast du schon durch? Nee, die Hälfte, glaube ich. Okay. Liest er das selber? Leider nicht. Ich finde das auch immer sehr schade, wenn die Autoren das nicht selber lesen. Ich muss sagen, ich hatte jetzt am Wochenende die Erfahrung gemacht, dass ich das manchmal gut fände, wenn das so ist. Also bei Dokumentationen zum Beispiel, wenn Leute, wir haben so eine Dokumentation geguckt mit Juli, irgendwie, die guckt gerne so Tierdokus und dann muss ich mal gucken, dass das nicht in Richtung Nature's Metal geht und dann ging es um den Feuersalamander im Herzen von Europa, irgendwo im Schwabenland. Da war so ein Typ im Wald und hat da Tiere gefilmt. So und der wohnt irgendwie seit Ewigkeiten schon in Amerika und du merkst aber, dass er im Schwabenland groß geworden ist, weil, Junge, das war kaum zu ertragen, wie der gesprochen hat. Also, netter Kerl mit Sicherheit. Mhm. Aber es klang original wie der Ikea-Typ alles. Es war der Feuersalamander. Hier im Ländern. Jeder Satz hörte so auf, ne? Das war also die Intonation, das war einfach, wenn man das so nennt. Ja. Die Sache. Die Betonung war völlig falsch. Ja, ja, das hilft halt nur, wenn der Originaltyp dahinter mehr Emotionen in seinen Text bringen kann oder das klarer
sagen kann. Ja, wenn er das, sagt, der hat das erlebt, Junge. Ja, und dann habe ich das erlebt. Ja, das war sehr, ja, sehr erlebendig. Das war das Schlimmste, erlebenhaft, was ich jemals erlebt habe. Hebt ab. So Punkte überlesen. Ja, ich wurde letztens gefragt, bist du Synchronsprecher? Junge. Und da habe ich gesagt, ja klar, der hat doch Temptation Island, ist doch der Sprecher. Nein, Synchron. Also Figürchen, machst du das auch? Ja, klar. Oh. Also ich dachte, du wurdest gefragt, ob du Synchronsprecher bist. Nee, ob du das kannst. Ja, sicher. Ja? Selbstverständlich, ich war zum Beispiel Klick-Klack in der Serie Dino Trucks. Das ist mir zu viel Gier, Mann. Sorry, kannst du den mal da rausprügeln? Gier, Mann. So redet Max Giermann in echt. Das wäre geil. Junge, weißt du, was ich gemacht habe? Sprich. Das ist so krass, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Und zwar habe ich so, ich bin ja jetzt schon 15 Jahre irgendwie freiberuflich unterwegs. Ne? War auch mal festangestellt, aber im Prinzip habe ich auch jetzt so in dieser Krise so meine Projektchen, an denen ich arbeite. Und, sehr gut. Und auch so Sachen, die man definitiv als Hobby deklarieren könnte. Also Harvard ist ja jetzt eher ein Hobby gewesen. Und ja, zum Beispiel, wenn du irgendwie Sport machst, ne, das gehört ja nicht zur Arbeitszeit. Für mich ist das Arbeit. Ja, egal. Auf jeden Fall, so, wenn ich Bock habe, Sport zu machen, mache ich Sport. Wenn ich Bock habe auf das Projekt, mache ich das. Wenn ich Bock habe, mich hinzulegen, lege ich mich hin. So, ja, ne? All das, was nicht geht mit zwei Kindern. Weiter. Du musst es nur wollen. Ja. Und du brauchst einen abschließbaren Raum, wo die reinpassen. Ja. Oder naja, ich reinpasse. Ja, ja, jedenfalls bin ich halt irgendwann draufgekommen, hatte ich irgendwie Bock drauf, mein Gott, ich will auch mal diese 9-to-5-Sache haben. Und ich vermisse das auch ein bisschen, dass du ein bisschen so klare Struktur im Alltag auf hast, ne? Und dann wirklich auch ein Wochenende. Ne? Deswegen habe ich auch mal überlegt, keine Shows mehr sonntags zu machen, dass einfach der Sonntag, der heilige Sonntag einfach für die Freizeit ist und so. Naja, und ein Kumpel hat mich noch darauf gebracht, der meinte, er nimmt immer die früheste Schicht, wenn er arbeitet. Weil der Tag ist dann super auch schneller vorbei. Ist einfach mega geil, wenn du früh anfängst. Und dann habe ich gesagt, holy shit, ich muss das auch mal machen. Ne? Ja. Also wirklich in der Arbeitszeit dann nicht arbeiten. Also dann keine Hobbys. Und hey, ich mach mal, ich gehe mal einkaufen, ich koche was, dann mache ich noch einen Nachtisch, dann mache ich Sport. Und ach, schon 1 Uhr, ja, weißt du. Dann nutzt das ja alles gar nicht mehr, was ich machen wollte. Genau. Und dann habe ich mir so vorgenommen, am nächsten Morgen, am nächsten Tag mache ich 9 to 5. Der klassische Arbeitsalltag. Und ich sage, say 9 to 5. So, und dann, wie es der Zufall wollte, habe ich relativ schlecht geschlafen. Was heißt denn 9, 2, 5? Ja, okay. Und dann bin ich dummerweise relativ früh aufgewacht. Ne? Ich war zwischen 4 und 5 bin ich aufgewacht. Ja. Und irgendwie, ich glaube um 5:30 oder so, ne? Und dann habe ich gedacht, ey, ich wälze also mich. Also 16.30 Uhr morgens. Entschuldigung, ey. Nee, alles gut. Und dann habe ich mich so ein bisschen rumgewälzt, ne, und habe mir gedacht, weißt du was, ich kann mich jetzt hier noch eine halbe Stunde rumwälzen und vielleicht noch mal eine Stunde schlafen. Dann bin ich auch nicht viel wacher als in 3 Stunden. Deswegen komm, ich stehe einfach auf. Ne? Dann bin ich irgendwie, ich weiß nicht, um 5 oder so aufgestanden. Habe mich gedehnt. Das mache ich irgendwie jeden Morgen so ein bisschen aufwendiger. Habe mein Fitness-Shake getrunken, habe Frühstück gemacht, aber auch richtig richtig aufwendig, also nicht ultra aufwendig, nicht Mr. Burns ist Essen, aber ja, mit Braten und was weiß ich. Ja, ne? Schnibbeln. Dann habe ich das alles weggeräumt, mir einen Kaffee gemacht, mich an den Schreibtisch gesetzt und dann war 7.20 Uhr. Ne? Dann habe ich so gedacht, ey, ich mache jetzt von 9 to 5 bis 15.30 Uhr. Ja. Überragend. Ne? Und dann habe ich 1,5 Stunden das Wichtigste von meinem Tag gemacht, ne? Und dachte, holy shit, das ist ja unglaublich. Ja, morgens, ne? Ist das Beste, wirklich. Das ist das Beste, was es gibt. Ja. Da war 9 Uhr und ich hatte quasi den Main Act von dem Tag, hatte ich schon durch. Ne? Ja. Dann habe ich um 10:30 Mittagessen gemacht. quasi Mittagspause gemacht. Ne? Dachte ich so. Und hier klingelt es ein bisschen, oder was? Junge, Ottos. Und dann habe ich genau, habe ich um 10:30 Mittagessen gemacht, eine Stunde. Habe ich gesagt, eine Stunde Mittagspause ist okay. Habe ich eine halbe Stunde was gegessen, habe mich eine halbe Stunde hingelegt, ne? Dann war irgendwie 19:30. Nein, ich habe nur eine halbe Stunde hingelegt. Dann habe ich so, bin ich so ohne Handy spazieren gegangen, habe so ein bisschen neue Ideen aufgeschrieben und so weiter. Wieder zurück, dann war 15:30, dann hat Caroline angerufen. Also ich habe irgendwas noch dazwischen gemacht, aber wirklich keine Hobby-Sachen, ne? Dann hat Caroline angerufen, dann habe ich gesagt, holy shit, ich habe gerade Feierabend, ne? Und dann war ich da mega stolz drauf. Und Caroline meinte auch so, ja, cool. Und dann habe ich das abends einem Kumpel erzählt, ne?
Und dann habe ich so erzählt, ja, ich wollte 9-to-5-Job, einen klassischen Arbeitstag machen. Da habe ich das von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr gemacht mit einer Stunde Mittagspause. Und dann meinte er so, ja, aber die Mittagspause zählt nicht da rein. Ich so, ah. Ich dachte sogar. 9-to-5 falsch gemacht, geil. Ja. Und dann habe ich gesagt, dann ist das ja saulang. Aber man muss halt auch dazu sagen, dass ich ja halt keine Kollegen zu Hause habe, ne? Und dann so, mal, hast du auch keinen Bock? Ja, nochmal einen Kaffee. Und da ist mir noch eingefallen, der Kaffee auf, im Büro ist ja oft sehr ekelhaft, ne? Jo. So dass irgendeiner von der Crew sagt, ey, ich habe eine Doppelmaschine, ich bringe mal eine mit, weil das ist hier eine Katastrophe, ne? Ja. Aber ich glaube, die Chefs wollen auch so. Ja, es ist halt ausgerechnet, weißt du, es ist wie so ein Graph, wo die überlegen, wie oft gehst du Kaffee trinken, wenn der wie ekelhaft ist. Weißt du, wenn der mega lecker ist, dann saufen die alle nur Kaffee. Stimmt. Ja, du musst Daue Eckbert oder was, die haben gesagt, ey, unser Kaffee ist einfach ekelhaft und billig. Und alle Chefs so, das brauchen wir. Ja, geil, die Arbeitsbedingungen extra, die Pausenbedingungen richtig schlimm machen. Ja. Kühlschrank ist leider kaputt. Der Pausenraum ist der Raum mit den Zacken, wo die Wände enger zusammenrücken. Den haben wir aus Ägypten. Da könnt ihr auch so machen. Mit Dornen. Ja, genau. Geil. Ja, sehr schön. Ich hatte, ich habe gearbeitet, nicht 9 to 5, sondern mit Vorbereitung hier im Büro. Und zwar habe ich gedreht für Queens of Comedy. Ein Format. Es ist schon offiziell beworben, habe ich gesehen. Deswegen kann man darüber reden. Kein geheimes Superprojekt. die Idee ist, sowohl vor als auch hinter der Kamera nur weibliche Menschen, Frauen, meine ich. Ich mische mich in diese heikle Geschichte nicht ein, wo du deine Karriere aufs Spiel setzt. Warum? Ja, Gender richtig jetzt. Ja. Habt ihr alle den Rotstift dabei, Leute? Überall SchauspielerInnen und außen. Gott, mein Gott, außerhalb des Sets. Yeah, so, da komme ich dahin. Der erste, den ich sehe, mein Kameramann von Binge Reloaded. Ein Kameramann, männlich. Ja. Nee, war super nett, hat mega Spaß gemacht mit Caroline Frier. Die kenne ich auch schon Ewigkeiten, die Schwester von Annette Frier. Es gibt noch eine Frier, ja? Es gibt zwei Friere. Okay, ist ja mega weird im Showbusiness. Mega friert. Die ist, ja, die sehen doch alle gleich aus. Nee, und du meinst alle Frauen? Junge, und dann, ja, ja. Ich hatte, genau, ich war bei 7 Sketchen mit am Start. Du, und, ey, bei Queens of Comedy. Bei Queens of Comedy. Ja, die Männer haben auch keine Namen. Und weißt du, was überragend wäre? Wenn das so ist, wird wie Binge, ne? Und dann die Presse schreibt so, hey, mal Queens of Comedy, ne? Das ist ein tolles Format. Und besonders gut gefallen hat uns Jan van Weyde. Ja, ich hatte nur rosa Sachen an. Oh je. Aber mehr will ich noch nicht verraten. Ist das so eine, mögen die keine Männer in den Geschichten? Ja, es ist so ein bisschen, der Mann kommt sehr kurz, auf jeden Fall. Es ist so eine, ja, man macht sich ein bisschen über die Männerwelt lustig. Ah, auf jeden Fall, ey Junge, ich musste alles machen. Ich musste aus dem Fenster springen. Ich musste, Hat's da einen Flatsch gemacht? Ey Junge, das war auch geil. Ich bin auf einer Matratze, Junge, da habe ich Zeitlupenvideo von, also es gibt nichts Erbärmlicheres, als mich in Zeitlupe auf drei Matratzen springen zu sehen, auf allen vieren. Gibt's nichts Erbärmlicheres? Ja, kaum. Hat Grizzly meets Nature's Metal fällt den Berg runter. Hat dann deine Frau gesagt, hey Jan, könntest du mal in Slow-Mo auf eine Matratze fallen mit der Wikinger-Ausrüstung? Weil das gleicht das aus. Ja. Das gleicht das so aus, als Erbärmliche, dass sie dich dann wieder respektiert. Ja, aber sobald ich da lande, platzt die einfach von mir ab. Heißt das deswegen Landeplatzt? Ja. Junge, richtige Kläunchen gefrühstückt heute wir. Ey. Das sind auch Comedians. Ey, und dann ist das Schlimmste passiert. Nicht das Schlimmste der Welt, aber so für einen Schauspieler schon Platz ziemlich zwei. Uncool. So, erstmal habe ich schon bei der Vorbereitung bei den Sketchen. Da war so in einem Sketch, da musste ich zwei spanische Sätze sagen. Ich spreche kein Wort Spanisch. Außer Paella. Du sprichst doch so ein selber ausgedachtes Spanisch. Ja, sowas gar nicht. Aber ich kann, also sollten schon richtige sein. Und das waren zwei Sätze. Junge, und es ist so schwer, in einer Fremdsprache einen Satz auswendig zu lernen, weil wenn man so null, also. Ja? Ja, das ist richtig. Also ich würde das jetzt mal ableiten und ich sage, also wenn ich kein Chinesisch sprechen könnte, ich müsste zwei Sätze Chinesisch sagen, das ist schwer, sagst du? Ja. Ja, okay. Und dann, ja, einfach so, dass man das richtig, also man will es ja auch ein bisschen richtig machen. War da ein so. Spanier am Set? Nee, eine SpanierInnen am Set? Erstmal habe ich das vorher alles selber natürlich geguckt, wie man das ausspricht mit der tollen Übersetzungs-App vom meinem Smartphone.
Und dann habe ich die irgendwie so mir drauf geschafft, ne? Und ich hatte ja schon letztes Mal mich beklagt, wie wenig Zeit ich für meine wichtige Arbeit habe zurzeit. Das hat alles so ein bisschen darunter gelitten. Auf jeden Fall habe ich mir dann diese Kacke reingebimst bis hier abends im Büro, ne? Und dann am Tag davor nochmal und dann habe ich davon geträumt sogar. Mhm. Habe ich am nächsten Morgen nur diese Sätze, ne? So diese Sätze mir vorgesagt. So, dann komme ich dahin. Das war auch die erste Szene, die wir gedreht haben, wo die vorkommen, die Sätze, ne? Dachte ich, ja, komm, gut, dann habe ich es hinter mir, brauche ich den ganzen Tag darüber nachzudenken, dass die gleich noch kommen. La Ducha no esta limpia. So. Okay. Was heißt das? Die Dusche ist nicht sauber. Ach ja, stimmt. Ich bin manchmal durch Peru gereist. Ja, der wichtigste Satz. Und der hat überall hingepasst. auf jeden Fall, glaube ich, dann dahin haben wir so eine Probe gemacht in einem Aufnahmeleiterbüro, ne, mit der Regisseurin und den beiden Darstellerinnen. Und haben dann, da habe ich so diese spanischen Sätze. Ich habe die mir sogar in groß ausgedruckt. Ich habe gesagt, so, ey, kann sein, dass ich die nicht schaffe, dann hänge ich die mir irgendwo unter die Kamera oder so, dass ich da so hingucke. Also richtig kacke, ne? Ich habe mir richtig doof vor. So, dann kam die Regieassistentin. Oh, die stimmen aber nicht, die Sätze. Ich kann Spanisch, das ist falsch. Also wurden 5 Minuten vor Dreh die beiden spanischen Sätze korrigiert. Ja, okay. Ja, und dann. Das ist das Schlimmste, was im Schauspiel passieren kann, ne? Ja, das ist so ein bisschen der klassische Schauspieler-Albtraum, ans Set zu kommen und hey, dann sollte ich plötzlich Spanisch reden und ich kann das gar nicht, oder? Darf ich kurz einwerfen? Ja. Also. Das Schlimmste, was einem Schauspieler passieren kann, nach dieser ganzen MeToo-Kacke, ist natürlich, der Text wird geändert. Ja. Ist das zwischen Harvey Weinstein und Text, ja, gibt's ungefähr. Da noch was dazwischen? Ein Predator-Producer ist, sagen wir mal, ja. Wie bewertest du das? Ja, das Zweitschlimmste. Okay. Nee. Ja, und dann, ich musste Zigarre rauchen, Junge, da musste ich reden wie Kinski in einer Szene, das hat auch Spaß gemacht. Und dann durfte ich sogar in Synchronstimme eine Szene spielen, das passte da rein, das war alles, das hat Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt, was so passiert, das scheint, wie das so ankommt. Scheint, als wärst du der King of Queen of Comedy. Ja, yeah. I am. Well, looking like pleasure the King to have of Queens. ja, gut. Ja. Du kannst dir jetzt überlegen, soll ich was Persönliches erzählen oder was so aus der Allgemeinheit? Ja, auf jeden Fall was Persönliches. Ja, verdammt! ich habe einen Brief, ich habe doch erzählt, dass ich einen Monat den Führerschein abgegeben habe. Yep. Ne? Und vorher habe ich erstmal mein Auto schön sauber gesaugt und sauber wischiwaschi in die Tiefgarage. Derzeit bist du nur noch Boot gefahren. Ne? Ja, genau. Und dann habe ich den ja auch wiedergekriegt Ende November und so. Gibt man den physisch ab? Schickst den per Post weg. Ja. Ehrlich? Und dann lagern die den irgendwo und dann schickst du den wieder zurück. Ja, und wenn du ohne Führerschein fährst und erwischt wirst, ist das so, als hättest du nie die Prüfung gemacht. Dann kriegst du richtig, dann ist wieder richtig Trouble. Aber man kann auch, kann man nicht nachreichen, wenn man sagt so, ah, nein, du hast halt ein Fahrverbot. Du bist nicht erlaubt. Ja, ja, wenn man jetzt den abgeben muss. Aber wenn ich jetzt mit Fahrerlaubnis und den hab den einmal zu Hause vergessen und wer der erwischt, dann wird das gewertet, als hätte ich den nicht. Wenn du den hättest abgeben müssen, ja, klar. Ja, dann, nein, nein, aber wenn ich, weißt du, was ich meine? Wenn du nicht geblitzt wirst, dann kontrollierst wirst, den vergessen, natürlich kannst du dann, ja, natürlich. Ja, okay, gut. Nee, geht nicht, die werten das, als hättest du nie einen Führerschein sie gemacht. Sie können sich aussuchen. Sie haben den Führerschein nie wieder oder sie werden hingerichtet. Ja, ja, jedenfalls, ja, wurde ich irgendwie halt ein paar Mal geblitzt und dann musste ich das Ding halt abgeben, ne? Paar Mal, Junge. Geil. Ja, 3 Mal oder so. Ja, ganz ehrlich, wenn du irgendwie nicht weißt, wo ein Blitzer ist, dann ist Hinfahrtblitz oder Rückfahrtblitz. Auf dem Ring ist jetzt 30, ey. Ja? Na gut, da fahre ich eh nicht. Da sind sie jetzt so fest installierte Säue. Ich fahre immer nach den Infos, die ich in der Presse höre. Da höre ich immer nur unbegrenzt, unbegrenzt. Naja, scheißegal, ne? Auf jeden Fall werde ich halt immer oder wurde immer geblitzt, wenn ich von irgendwelchen Auftritten nach Hause fahre. Spät nachts, Autobahn leer. Wie? Da kann ich nicht so schnell fahren, wie ich will. Ja, natürlich ist das zu schnell und natürlich wurde ich bestraft und hab's ja auch gemacht. Mir wurde auch mal die Garage weggeblitzt auf der Rückfahrt von einem Auftritt. Junge, das ist, wenn man noch keinen Solo hat, ist das wirklich so, das ist dann. Okay, cool, völlig umsonst heute. Ja. Ich bin einmal nach Solingen, wurde ich auch auf der Hinfahrt und der Rückfahrt geblitzt. Und dann habe ich irgendeinen Wettbewerb gewonnen und das war dann auch weg. Ja, jedenfalls habe ich so einen Brief gekriegt, wo drin steht, von der Stadt Köln, ne, weil das letzte Mal geblitzt wurde ich irgendwie im Mai in Kassel, also letztes Jahr im Mai. Mhm.
Und dann kriegst du halt von der Stadt Kassel irgendwie den Wisch, hier, gib mal deinen Führerschein ab oder so. Und man muss dann auch dazu sagen, die haben jetzt irgendwie vor einem halben Jahr ein bisschen die Regeln geändert, dass das jetzt irgendwie härter bestraft wird oder so. Die Schweine. Junge. Naja, jedenfalls habe ich jetzt von der Stadt Köln einen Brief bekommen, so von wegen, hör mal zu, wir haben hier festgestellt, sie werden relativ häufig geblitzt. Oh je. Und die haben dann gesagt, ja, wissen sie nicht, wie man Auto fährt. Und dann, das war wirklich ein netter Brief. Ne? Erst habe ich so gedacht, ey, ihr Ottos, lasst mich mit eurer Scheiße in Ruhe. Ne? Hat doch schon Angst, dass es so ein Idiotentest ist oder so. Aber weil ich jetzt irgendwie 2 Punkte habt oder so, wegen Führerschein abgeben und halt 3-mal geblitzt wurde, innerhalb von, keine Ahnung, 12 Monaten oder 24 Monaten oder so. Ich fahre auch schweineviel Auto, wenn ich Auftritte habe. Dann haben die gesagt, ja, du kriegst jetzt hier die Möglichkeit, Punkte abzubauen, dafür musst du ein Seminar besuchen, ne? Und ich sag, holy shit, ich mag Seminare, wie Bootführerschein, ne? Ich mach jetzt irgendwie 2 Sitzungen, sind das, ne? Ja. Und ich habe mich zuerst geärgert. Ich mag Seminare. Ey, ich mag das wirklich. Ja, geil. Und da habe ich mich zuerst geärgert, so, ah, die Schweine haben mich geblitzt und ah, die Schweine wissen jetzt, dass ich öfter geblitzt wurde und ah, die Schweine wollen jetzt noch mehr Geld oder so, ne? Aber ja. Es war von der Stadt Köln tatsächlich ein ganz, ich fand es wirklich nett geschrieben, dass sie gesagt haben, hier. Ja, weil die dachten, dass du geistig geschädigt bist. Nee, eben nicht. Hm? Die sagen, du bist halt kurz davor. Und das war aber was wirklich Nettes. Das ist wirklich gut formuliert, so von wegen, die Stadt reagiert, weißt du, und nimmt dich so ein bisschen an die Hand. Und hier hast du die Möglichkeit, Punkt abzubauen, wenn du das. Herr Kebukus, Sie sind kurz davor, sich dumm und dusselig zu blitzen. Ja, so, das tut mir natürlich leid. Na, auf jeden Fall war der Blitz, der Brief ganz nett, dass sie gesagt haben, hier, hier kannst du das abbauen. Und ich glaube, ich mache das auf jeden Fall, weil ich mache das noch im Lockdown. Ja, da bin ich nicht mit den Idioten in einem Seminar sitzen, wo man das online machen kann. Geil. Ja. Ja, sehr gut. Mit Online-Prüfungen hast du ja Erfahrung. Ja. So sieht das aus. Und dann habe ich das einem Kumpel erzählt, ne? Und es ist ja oft so, dass Geschäftsleute, ich kenne so ein paar Leute, die fahren halt eine dicke Karre und die heizen über die Autobahn wie die Bescheuerten. Ne? Ja. Haben irgendwie S-Klasse und dann Tempomat und goodbye einfach. Mhm. Ne? Und telefonieren, McDonald's essen beim Fahren, was alles. Weiß ich. Ne? Alles. Und ein Freund von mir, der ist so in Süddeutschland, ist der so bei einer Firma und sein Vater mit seinem Vater irgendwie, ne, die sind auch ganz gut dabei, die machen irgendwie ist keine, ja, ist schon eine kleine Cash, eine Cash-Kalb, sag mal. Und da wurden die auch oft geblitzt, ne? Und dann, der Vater ist auch in dem Ort da irgendwie gut vernetzt, ne? Und alle kennen den, also wohnen da nicht so viele Leute. Und dann hat auch irgendwie die Verwaltung oder wer das da regelt gesagt, hör mal zu, Kollege, wir kennen uns aber diesmal, kommst du um ein Fahrverbot und Idioten, wie heißt das nochmal, MPU, Idiotentest, kommst du nicht drum rum, ist ja. Jetzt einfach zu oft oder so zu oft geblitzt und können wir nichts machen, musst du jetzt durch, Jung, ne? Alles auch freundschaftlich, ne? Und hat der Vater von meinem Kumpel, der Businessmann, erstmal eine Fahrschule gekauft. Gekauft. Und dann hey, Junge. Hat er die ganze Sache da beantragt. Machst du da Häkchen und so, ne? Ja. Alles klar. Wirklich? Normal. Geil. Junge, eine Fahrschule kaufen. Ey, das ist, bei King of Queens gab es auch mal Arthur, der seinen Freund Smitty hat beim Verkehrsamt und sagte mal, er kümmert sich um alle Knöllchen und dann kommt irgendwie raus, dass der irgendwie nicht mehr lebt oder nicht mehr da arbeitet und dann muss Arthur alle Knöllchen selber bezahlen. Mein Freund Smitty regelt das. I know that. It's amazing. It's amazing. Und da will er die doch bestechen, da beim Amt und sagt so, vielleicht hilft ihn einen der Lincoln-Brüder auf die Sprünge. Ist der 1-Euro-Schein, ein ja, Dollar oder so. Ne? Hier wäre es für dich einen weiteren Washington-Zwillinge dazu. Das heißt, das ist der 1-Dollar-Schein. So sieht es aus. Weißt du, was ganz geil ist? Was? ich weiß, was ich gleich in der Anti-Werbung sage. Ich versuche das Thema irgendwie so ein bisschen zu umgehen. Ganz witzig, ich habe was gelesen. Ich habe hier so viele Sachen, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Pass auf. Jetzt hat es ja ein paar Mal geschneit, ne? Ja. Und beim letzten, und beide Male bin ich am nächsten Tag rausgegangen und habe da draußen mein Training absolviert, ne? Mhm. Und das machen wir immer an so einem Spot, wo das halt geht, ne? Wo man so Ringe aufhängen kann und so. Und dann, ja, hat mir ein Kumpel so ein, das Rocky im Schnee Trainiervideo aus den 80ern geschickt, weißt du? Und das höre ich dann immer, wenn ich zu dem Spot laufe im Schnee,
höre ich immer das Rocky-Trainier-Video, ne? Und da habe ich das letztes Mal angeguckt und das ist aus Rocky 4, wo Rocky gegen Ivan Drago kämpft. Das ist der blonde Dolph Lundgren. Hast du das mal geguckt früher? Nee, aber ich weiß, dass der das war. Also das. Ja, okay. Also die Übermaschine. Genau, die Übermaschine und beide die Übermaschinen und richtig kitschig, pomadige Trainingsnummern sind das einfach, ne? Der Ivan trainiert mit Computern. Meinst du, der hieß Adolf? Und dann haben die gedacht, ach, shit, geht nicht mehr. Dolph. Interessante Sache. Er ist Norweger, ist er Norweger oder sowas? Skandinavier. Naja, auf jeden Fall habe ich dann mal, als ich nicht gejoggt bin, mir das ganze Video nochmal angeguckt. Und Rocky hat halt immer so im Schnee, in den Bergen trainiert, ne, mit der dicken Jacke und einer Mütze an. Und der Ivan Drago ist da in einem Trainingscenter die Runden gelaufen, schön beheizt. Dann hatte Rocky so, musste irgendwie eine Kutsche tragen und der Ivan hat da die Hightech-Geräte gehabt, ne? Und der Rocky hat dann am Lagerfeuer irgendwie Klimmzüge gemacht und Ivan hat irgendwie irgendwas gespritzt gekriegt, ne? Weil nur so konnte er den Amerikaner besiegen. Naja, und ich weiß auch ganz genau, dass dieser Moment, wo der Ivan eine Spritze in die Schulter kriegt, ich wusste als Kind, das kommt und das war für mich eine Horrorszene. Echt? Ja, das war super krass. Also es gab in dem ersten Rocky haben die irgendwann so das diese Wunde aufgestochen irgendwie, das war auch irgendwie uselig, ne? Aber bei Rocky 4, das war mein Horrormoment, der Moment, wo die Spritze in den Arm geht, weil ich halt so ein kleiner Junge war. Ja. Ich so, ey, der piekt dem da rein. Das sollte nicht unter Action laufen, das Ding sollte unter Horror laufen. Ja, und jetzt, dann ist mir danach eingefallen, ja, als kleines Kind hast du halt richtig Angst vor Spritzen, ne? Das ist ja richtig schlimm, ja, weil klar. Das geht halt in den scheiß Arm rein. Junge, ne? Ich musste vorher jede Woche gespritzt werden. Why? Keep it. Heroin. Nee, weil ich Allergiker-Kind war, Asthmatiker-Kind, genau. Ja. Keucher. Ich war jedenfalls Keucher. Ist mir da bewusst geworden, dass Kinder einfach Angst vor Spritzen haben, ne? Und jetzt erzählst du die ganze Welt, nee, du wirst auf jeden Fall geimpft, ne? Ja. Und dann alle so, echt? Auf keinen Fall lass ich impfen. Und dann heißt es irgendwann, ja, aber du kriegst auf jeden Fall nochmal eine zweite Impfung. Also, was? Ey, das ist ein Horror. Die armen Kiddies. Ja. Alle werden geimpft, geumpfen. Ja. Stimmt, ja, in der Kinderwelt. Das ist ja auch. Junge, ich hab mal aus Versehen, also als Kind mit meinem Bruder einen Horrorfilm geguckt. Ich dachte. Friedhof der Kuscheltiere. Ja. Habe ich das schon mal erzählt, ne? Das war auch so, da habe ich auch so eine Szene, die war ein bisschen schlimmer als die Spritze auf jeden Fall. Was so hängen geblieben ist, wo der kleine Knirps. Der da, Spoiler-Alarm, vom LKW überfahren King. Wird. Junge, das kann ich heute kaum gucken. Und dann wird er verbuddelt und wacht wieder auf und kommt aber böse zurück, der Kleine. Und dann schneidet der Kleine mit so einem Skalpell so einem Opa in die Achillessehne hinten rein. Junge, das war, wenn man das heute sieht, ist so, okay, schöner Gummifuß. Aber vielen Dank für diesen wichtigen Beitrag. Aber das war ist mir hängen geblieben. Was sind euch für Horrorszenen hängen geblieben? Schreibt uns. Sollen wir eine Pause machen? Ja, ich habe ja noch ein bisschen Post vorzulesen, fällt mir gerade auf. Richtige Post, oder? Richtige Post. Ja, Pöste, das wird spannend. Pöste. Bis gleich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Unterragend, der Kategorie, wo alles unterragend ist. Nee, mir fällt nichts ein. Den fand ich immer großartig. Den Sprecher. Herzlich willkommen zu Unterragend, der Anti-Werbung. Wir bashen Dinge, solange wir Lust dazu haben. Wunderbar. Und Jan, möchtest du eine Anti-Werbung machen oder soll ich? Ja, ich weiß nicht, ob es direkte Anti-Werbung ist, aber wenn das ernst gemeint ist, was mir hier vorgeschlagen wurde, ich habe das gesehen, dachte, das kann ja nicht wahr sein. Instagram. Mir wurden Warnwesten für Hühner vorgeschlagen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich habe natürlich sofort drauf geklickt. Direkt auf mehr dazu geklickt, weil ich wissen wollte, was es damit auf sich hat. Ich erstmal finde ich super, dass der Hersteller Omelette heißt. Bisher ist es einfach nur eine Werbung. Bis jetzt ist es ja, aber also ich meine, Anziehsachen für Tiere sind sowieso, mein Hund hat auch mal so ein Wintermäntelchen, aber irgendwie das bringt halt ich dann nichts, für oder? Falsch. Ich weiß es nicht. Also vielleicht wahrscheinlich auch. Stellen sich gerade die Nackenhaare aller Hundebesitzer, so kleiner, dünner Hündchen auf und sagen, doch, das muss, so Pinscher, glaube ich. Ich glaube, da macht das doch Sinn, ne? Die haben dann so kein Unterfell, die haben dann nur so. Ja, oder wenn so die eine OP hatten Borstchen. Und das wurde so wegrasiert oder ja, sowas, zu viel genau, oder das sowas. Musste Holly auch mal tragen. Aber auf jeden Fall, guck mal, ich kann nicht ernst gemeint sein. Also, die Warnweste für Hühner bietet exzellenten Komfort und Schutz vor Kälte,
atmungsaktives, wetterfestes Material. Junge, die haben Federn an. Mhm. Man muss da atmen. Also das ist doch Quatsch. Verstellbare Klettverschlüsse bieten höchsten Komfort. Ich bin mir sicher, ohne ist es einfach gemütlicher. Und eine gute Manövrierbarkeit. Ist das, weil die Hühner so überzüchtet sind, dass sie nur auf engem Raum zusammengepfercht hocken können und wenn die jetzt rausgehen, dann brauchen die so Jacken? Ich weiß es nicht. Wenn das so ein Biobauer sagt, ich pack die wieder in den Garten und dann, ey, das schaffen die nicht, brauchen so ein warm. Ja, aber wann müssen die über eine Straße, wann müssen Hühner über eine Straße? Müssen. Also wenn die abhauen. Urlaub. Ja. Ja, abgefahren. Ja, das, nicht kaufen, also, Leute. Ja, und selbst wenn es ein Witz ist, ist es doch kacke. Also, weil hier gibt es dann so die Fotos, das offizielle Foto gibt es mit dem Huhn, mit dieser Warnweste an. Ihr seht es in den Kapitelfotos auf unserem Instagram-Account. Und dann haben Kunden so ihre Bilder geschickt, wie sie ihrem Huhn die Scheiße angezogen haben. Ich würde gerne ein Video sehen, wie die dem Hahn das Ding anziehen wollen. Ja. Das würde ich gerne. Höchster Kopf, ja, da kannst du nicht so gut überreden. Das ist für Hühner, nicht für Hähne. Du Schwein. Ja, gut. Ja. Gut, gut. 9,88 Euro. Ah, ja. Warte mal. UVP durchgestrichen, 4,49. Jetzt neu. Ah, nee, 14,49. Okay. Was kostet ein Huhn? Ja. Ein Huhn, Junge, ist doch bestimmt absurd, ey, billig. Junge, ein Huhn. Es gab mal einen David Copperfield-Trick. Mit einem Huhn und einer Gans. Hast du den gesehen damals? Egal. Der, ich glaube nicht. Und zwar der hat immer ohne Hut, ne? Das war das Ding von dem, ne? Hatte nie einen Moment Hut an. Mal, er hat gar keinen Zylinder an und er kann zaubern. Das will ich sehen. Nee, der hatte mal so einen Trick gehabt, wo der so einem Huhn und einer Ente den Kopf tauscht. Ja, ich erinnere mich. So, dann macht er so ein Tuch mit einem Loch, dann steckt er dazu. Natürlich muss das Tuch sein, nicht einfach abreißen, geht nicht. Da muss ein Tuch vorher sein. Ja, ja, ja. So, und Hygienetuch. Dann macht er so, also so ein funny Trick irgendwie, dann dreht er so den Kopf so, und dann macht so, ja. Und dann tauscht er die so, und dann hat er halt, die Ent hat einen braunen Hühnerkopf und das braune Huhn einen weißen Entenkopf. Und haben wir und eigentlich im Labor gedacht, gezüchtet? Junge, wie geht das? So, dann der Trick war natürlich, dass mit unterschiedlichen Hühner-MitarbeiterInnen gearbeitet wurde und Enten, also die Ente, die Ente hatte einen braunen Körper angesprüht bekommen, die andere, also es waren ja zwei verschiedene. Und dann habe ich aber gedacht, so, weil es gibt den Moment, dass er den Kopf abdreht und dann hat er halt das Huhn, das zappelt auch so rum, ja, hat aber keinen Kopf mehr. Und da habe ich auch gedacht, so, Junge, das ist halt, die haben einfach, das geht, dem Huhn einfach den Kopf zur Seite geklappt. Und dann so gehalten. Ja, weißt du, die haben ja einen super flexiblen Hals. Ich weiß das, weil ich es danach ausprobiert habe. Und Junge, ich war schon ready für meinen Stomp. Ne? Ich war auf die Bühne gerannt. Ja, und dann, ja. Aber wie haben die das dann gemacht, dass das Huhn aussieht, als hätte es einen Entenkopf? Ja, das ist einfach ein Huhn, das haben die dann weiß gesprüht und das hat einfach den normalen Kopf behalten, weißt du? Das sollte dann der Entenkörper sein, die haben ja ähnliche Körper. Ey, das ist wieder so ultra billig. Ja, ne? Ja, voll. Gucken wir uns gleich mal an. Ja. Ja. Falls du auch zu den Leuten gehörst, die von diesen Bernie Sanders-Memes überschwemmt wurden. Junge, wie viele waren das? Das hörte gar nicht mehr auf. Ja, und ich finde die ja auch alle witzig, muss ich sagen. Ich habe noch kein, ist das ein Meme? Ja. Aber du siehst doch gar keine Mimik hinter der Maske. Nee. Na gut, irgendwas, ne? Ja. Halt ein rumschicke Ding. Und ich fand auch alles, was ich gesehen habe, fand ich auch lustig. Ich hätte jetzt selber keinen Bock gehabt, das zu muggeln, aber ja. Hab mich amüsiert. Geil war so ein beim Ringen so ein Armhebel. Hatte so einen Arm zwischen. Aber was, am Game of Thrones Thron. Hab ich auch gut gefunden. Ja, so. Und wir hatten in der letzten Folge, habe ich ja von dem erfolgreichsten TikToker Deutschlands erzählt, der einfach Sachen nachmacht. Ne, also, yep. Und das offiziell auch sagt. Und bei diesen Memes ist es einfach so, gab es da irgendeiner, hat mal den Fotografen verlinkt, natürlich der dieses nicht. Bild geschossen hat, nein, der davon lebt. Ja. Weißt du, wie wichtig das wäre, dass der ein bisschen Fame dafür kriegt, dass er diesen Moment gesehen hat? Ja. Weißt du, das war nicht irgendein Blogger, hat das entdeckt, sondern der Typ hat das Foto gemacht. Ja. Ja, mit einer teuren Kamera, stand da in Washington oder was. Batz, ne? Und dann, das mache ich immer, was ich will. Ja. Und das ist immer im Internet ist das so. Und du hast mir eben noch hier. Der Skandal um Tino Bormelino. Tino Bormelino hat ein geiles Bild gemacht. Der hat gerade eine neue Kategorie auf seinem Insta-Account, irgendwie positive Nachrichten.
Da geht es zum Beispiel also um Kükenschreddern und hat überall das Wort Schreddern durch Streicheln. An offiziellen Schildern. Das ist ja, es sieht halt, ja, so cool. Ein Bericht. Werden jetzt, die männlichen Küken werden alle gestreichelt, weil sie keine Eier legen können. Ja. Und da hatte er unter anderem auch die Lockdown Edition von Mensch, ärgere dich nicht gemacht, wo einfach das Spielfeld fehlt und nur diese Häuschen sind, wo alle Figuren quasi zu Hause bleiben müssen. Ja. Das hat er so Photoshop-mäßig gemacht. Genau, und das wurde mir heute dann von einem Kumpel geschickt als Meme mit irgendeiner Schrift drüber von irgendeiner Meme-Seite, wo ich dachte so, ah. Ja, das ist die Sauerei. Das Original kenne ich doch. Die, ich finde das so schlimm, ne, wenn ich Jura studiert hätte, ja, dann würde ich mein Leben lang daran arbeiten, dass das einfach eine Sauerei ist, dass das Internet sich so entwickelt hat, dass man sich einfach Sachen nimmt. Ja. Und dann so, ja, das ist meine Idee. Auch so Kollegen von uns posten dann immer zu jedem Event oder wenn was Schlimmes passiert, ne, wirklich ein Ereignis, was die Welt betrifft, gehen ja auch so Bilder rum, wie von diesem französischen Künstler, ne? Ja. Jean Julien oder so heißt er. Und niemand verlinkt. Und dann ist auch teilweise so, ist dann wirklich ein kleines Kunstwerk, ne, irgendeine Grafik, und dann steht da unten der Name von dem Julien oder von irgendwem, ne, und dann schneiden die das Bild so ab, dass der weg ist. Dann, ja, denkst du, Junge, was gewinnst du mit so einer Scheiße? Das ist meine Anti-Werbung. Ich finde das so kacke. Ja. Meme-Klauerei nervt. Ich habe generell einfach Content zu klauen. Ja, Credits und Credits nicht zu geben. Ja, und es gibt Karrieren, die basieren darauf, sich Sachen zu nehmen, einfach. Und ja, das habe ich nochmal gemacht und habe halt mehr Follower. Jetzt denken alle, das wäre meine Idee. Ja. Ich sag, ihr seid alles Schweine. Ja. Ich habe tatsächlich auch ein Fremdvideo geteilt. Ich wusste nicht, wem es gehört, und ich habe aber drunter geschrieben, dass es nicht meins ist. Und dann, ich habe gesagt, wer auch immer das gebaut hat. Und hab dem dann ein Pokal und Blümchen als Emoji gegeben. Das sollte reichen an Bezahlung. es wurde dann, zumindest der Sprecher verlinkt, der das spricht. Und zwar war das Jens Spahn, war zugeschaltet in einer amerikanischen Nachrichtensendung, wo der Nachrichtensprecher gesagt hat, dass Deutschland sehr, sehr vorbildlich sei in den Corona-Maßnahmen und dass wir die Zahlen runtergekriegt haben, wie das denn möglich gewesen sei. Und dann müsste aber schon ein älteres Video sein, ne? Ja, weiß ich gar nicht von wann. Auf jeden Fall war dann, ist dann Jens Spahn antwortet und drüber gelegt wurde halt die Stimme von diesem einen Typen. Ich weiß nicht, ob ich dir das mal gezeigt habe. Das ist der lustigste. Klingt wie WhatsApp. Willi von Biedemeier. Nee, das ist irgendwie so ein Chatverlauf von so irgendwelchen norddeutschen Säufern oder sowas, die das so. Also 8 Eier, 2 Rosinenbrötchen mit Leberwurst, 4 Zigaretten und dann kommt Bier ins Spiel. Der sagt, da habe ich mit Georg achtarmig einen reingeorgelt oder so? Ja, genau. Ah, nee, einen reingeorgelt wie ein achtarmiger, oder? Mit Gerhard. Gerhard, Junge, das ging bei mir in der Fußballgruppe auch rund. Das ist so saulustig, dieses, das ist ja ein Video, also von einem Chatverlauf, ne? Ja. Also, ey, das ist so schweinelustig. Junge, das poste ich bei uns. Ich keine Ahnung, von wem das ist, aber es ist saulustig. Und dann hat jemand drunter geschrieben, ey, das ist der da. Und dann habe ich geguckt, wer ist das? Der heißt irgendwie Volker Putt, also voll kaputt. Ja. Aus Hamburg. Und, du bist sicher, das ist von dem. Ja, pass auf. Und dann habe ich so die Videos von dem geguckt und das ist der Typ aus der ersten Nachricht. Ja, okay. Und dachte so, Junge, das ist der Echte. Das war für mich so ein kleiner Star in dem Moment. Dachte, ach, ja, das ist der Echte. Das gibt's ja gar nicht. Der sagt mit Gerhard. Ja, das ist der Gerhard-Typ. Ja, ja. Und dem wollte ich mal schreiben und mal fragen, was ist mit diesem Erfolg, wie es sich damit lebt. Aber hast du noch deine alten Freunde oder hast du seit dem Video immer noch die Saufbolde, mit denen du da geschrieben hast? Nee, ich wollte wissen, ob das echt ist oder nicht. Also, weil das klingt so echt, Junge, das ist so schweinelustig. Ja, ob da so einer, der ein Wort nicht hinkriegt und sich ärgert. Darauf fällt es bei mir definitiv auch hinaus. Ja, es ist saulustig. Es ist mal schön, wenn man über Sachen redet, die ihr vielleicht noch gar nicht gesehen habt. Die Sache mit dem Spahn habe ich mir jetzt erklären lassen, weil da irgendwie in der Presse gebasht wird. Und wenn meine Infos hier richtig sind, dann hat Deutschland, wenn man die infizierten Zahlen nimmt, vom Verhältnis zu den toten Zahlen, haben wir die meisten Toten auf der ganzen Welt. Junge, what? Ja, richtig schlimm, weil die Altenheime nicht Vielleicht war das doch der O-Ton von Jens Spahn, was er da gesagt hat. Weil anstatt sich zu kümmern, hat er sich mit Gerhard einen reingeorgelt. Ach, hab ich. Ja, da muss man jetzt mal ein bisschen, also mein Journalistenkumpel hat mir das gesagt, da muss man mal die Öhrchen aufhalten und die Äuglein, was da so jetzt Phase ist. Weil die Altenheime wurden irgendwie nicht gut genug geschützt am Anfang. Ja, die More funny things coming up.
die Freundin meines Schwagers ist Ärztin und die impft gerade die ganzen Altenheime und die meint auch so, das ist auch echt krass, die kommt da manchmal hin mit ihrem Team und dann gibt es da halt diese Anmeldung und dann 20 kommen nicht. Und das muss ja verspritzt werden. Also das ist ja, das muss ja gekühlt werden. Und dann, ja, es geht sonst kaputt, ne? Ja, und dann ist so, ey, Leute. Die Alten kommen nicht. Ja, und dann kommen, und dann ist halt die Gefahr auch, dass da einfach Leute kommen aus dem Ort. Ja, ich arbeite ehrenamtlich. Ja, aber gut, aber dann kriegen die halt eine Impfung. Was ist das Problem? Ja, klar. Also ist halt vorgedrängelt, ne? Das ist das Problem. Ja, wenn die Alten nicht kommen. Ja, wenn das so ist, ja. Hauptsache, das Zeug geht nicht kaputt. Ja, genau. Also mein, ich wohne ja auch in der Nähe von einem Krankenhaus. Da könnte ich mich eigentlich mal melden. Also, weil mein Journalistenkumpel meinte auch irgendwie, die Freundin ist Ärztin und er hat denen gesagt, ey, wenn da mal was übrig ist, dann komme ich eben rum. Weil bevor ihr das wegwerft, ne, wenn da die Kühlkette unterbrochen ist und so, dann impfen die den schnell. Wäre eigentlich ganz geil. Ja, ja. Stimmt. Was? Oh, ich habe eine neue Rubrik. Du kriegst nachher so 16 Impfungen. Ich will die mehr, ey, Leute. Mein Vater würde einfach, wenn das umsonst ist, ne, würde er 80 Mal halt. Ja, ich habe eine neue Rubrik-Idee. Wir müssen jetzt mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe eigentlich keinen Bock jetzt hier diese Folge da noch zu schneiden, aber und zwar heißt die Rubrik Jan, erklär mir doch mal. Trash-TV, gerne. Ich frage dir jetzt Sachen, du kannst dann den Zuschauern quasi eine Definition geben, was das ist. Den Zuhörern natürlich. Hörnchen. So. Wir machen ein paar und die nicht funktionieren, schneiden wir raus, okay? Ja. Jan, erklär mir doch mal mit deinen Worten, was ist Patriotismus? Patriotismus ist, ich würde fast sagen, unverhältnismäßig. Kapitolschirm mit Gerhard. Ach ja, Kapitolschirm mit Gerhard. ich würde sagen, das ist ist das der Fachbegriff für Vaterlandsliebe? Nee, für gelebte Vaterlands. Kannst du Vaterland bitte richtig gendern? Vaterlandinnen. Mütterland, Elternland. So. Ach, das ist das. Okay, und Jan, kannst du mir noch erklären, was? Moment, ich bin noch nicht fertig. Ja. Patriotismus ist für mich immer ein bisschen negativ behaftet. Ist das eigentlich. Ja, das ist ja das, wofür sich die AfD-Ottos bewähren, dass man das nicht mal mehr darf. Ne? So, das ist doch das Ding. Vaterlandsliebe, man darf nicht mehr sagen, ich liebe Deutschland, ohne dass man, ist das das, worüber die sich beschweren? Ja, die beschweren sich über alles, worüber man sich nicht beschweren sollte. Ja. Gott, oh Gott, ey. Den schneiden wir raus. Nee, der war gut. Jan, erklär mir doch mal, hier weißt du doch Bescheid, erklär mir doch mal Weiberfastnacht. Wo das Wort herkommt, Weiberfastnacht, ist eine Herrennacht, denn es war nur Weiberfastnacht. Oh Gott. Das ist der Donnerstag, der Karnevalsdonnerstag. Du bist doch Karnevalsjäger. Kannst du mir nicht sagen, was Weiberfastnacht ist? Doch, das ist der Karnevalsdonnerstag, wo man saufen geht. Das ist der Karnevalsdonnerstag, wo man saufen geht. Das ist der Tag, wo man säuft an Karneval, oder was? Der erste, das ist, ich sag mal, das große Opening in meiner Welt. Ja. Von Karneval. Okay. Warum das so heißt? Weiberfastloven? Nee, weiß ich nicht. Okay. Ich mag die Rubrik. Wolltest du die Definition davon? Ja, deine. Du sagst doch manchmal was Lustiges. Ach so. Da kommt was bei rum. Ich unter Druck, da kann ich das nicht. Ach so, ja gut, dann erklär mir doch mal, wozu ist die Kirche da? Die Kirche ist dazu da, dass man Mittellos ist, geht man da rein, da hat man schön warm, da brennen Kerzchen und man kriegt sogar zu saufen und zu fressen. Dafür ist das da. Dafür musst du aber da arbeiten, oder? Kriegst du nichts zu saufen da? Klar, Wein. Ah nee, kriegt man nicht, ne? Da kriegt nur der da vorne. Okay, und wo, ja gut. Ja, danke schon mal für den schönen, darf ich noch was fragen? Ja, bitte. Lieber Jan, erklär mir doch mal, was ist ein Aktienkurs? Oh Junge, ein Aktienkurs ist ein Kurs, den man besucht, wenn man sich mit Aktien auskennen möchte. Wunderbar. Vielen Dank. Gerne. Rubrik Ende. Ja, ich verstehe langsam die Richtung, wo es hingehen soll. Du willst solche Antworten will ich haben. ich habe hier nur so asoziale Fragen noch. Jan, wie funktioniert eine Demokratie? Da ist ein König. Der heißt Larry. Genau,
natürlich Larry und seine Follower. Ja, der macht sich immer einen Larry und arbeitet nicht. Ja, und schreibt Horrorbücher nebenbei. Dann haben wir alle. Demokratie, wir wählen eine Bundeskanzlerin und freuen uns darüber. Vielen Dank. Ja, in der Demokratie da dürfen Demos stattfinden, deswegen heißt es so. Wunder, genau. Sowas wollte ich. Ja, ist das geil, ne? Ja, ist doch eine schöne Rubrik. Schön. Ja. Schick mir die vorher, dann denke ich mir was aus. Nee. Achso, willst du die wirklich vorhaben? Also, nein, auf gar keinen Fall. Weil das Problem ist, Jan, du hast hier mehrere in diesem Format, ne? Hast du richtig viele Möglichkeiten, dich theoretisch vorzubereiten. Und das klappt nicht. Wenn ich dir jetzt nochmal eine Aufgabe gebe, wo du dich nicht vorbereitest, dann ärgerst du dich nur mehr. Das stimmt. Wie heißt das Buch von Herrn Spitzer? Heißt der Spitzer auch? Manfred Spitzer heißt er, das heißt Digitale Demenz. Digitale Demenz. Das ich glaube, der hat auch mal, also wie bei jedem, bei jeder, sagen wir mal, großen Meinung gibt es ja immer Leute, die sagen, das ist aber so und so und das ist und aber anders. Aber selbst, der bezieht sich auch viel auf wissenschaftliche Sachen, aber selbst wenn irgendwas irgendwie mit einer anderen Studie widerlegt wird, sind da einfach super viele Momente, die du selber erkennst, weißt du? Allein das Beispiel, wenn du mit einem Navi immer fährst, ne, und einfach dein Kopf nicht mehr die Mühe macht, so, wo muss ich denn jetzt lang und wie funktioniert das dir und was ist die schnellste Route? Das kannst du natürlich auch, wenn du 10 Minuten mal nachdenkst, kannst du überlegen, wie du da hinkommst. Ja, klar. Ne, und das ist, dass man immer so die Ausrede nimmt, ich frage halt den Computer und so. Klar. Und der sagt halt, je weniger das Hirn macht, desto mehr, ich weiß nicht, ob man das Abbauen nennen kann, aber das ist einfach nicht geil. Das ist eine perfekte Überleitung zu meiner Kategorie Trash TV. Ja, ich freue mich. Emotionale Verkrüppelung durch Social Media. Ihr wisst kann man damit, live dass, erleben, dass es zum Ende hingeht. Und wenn ihr jetzt schon eingeschlafen seid, schön, weil jetzt kommt Jans Golden Moment. Denn es läuft endlich wieder Der Bachelor. Ah. Und das ist nicht immer der gleiche, David, der eine Frau sucht. Was ist für dich der Bachelor? Das ist jedes Mal ein anderer, ne? Das ist jedes Mal natürlich. Es wäre geil, wenn es immer der gleiche wäre. Genau. Und das. Der Bachelor. Ey, ist mittlerweile 74. Ja. Und das ist Larry King. Beim Bachelor ist das ja. Das ist so. Der wird am Anfang vorgestellt. Wird gesagt. Das ist übrigens der Sohn vom Bürgermeister von Osnabrück dieses Jahr. Und der Meister der Bürger. Ja. Ist das überhaupt für eine Bezeichnung? Ja, muss ich meinen Bruder mal fragen, warum er sich so nennt. auf jeden Fall kommen dann 20 Mädels an, 20 junge Frauen, Entschuldigung, die vorstellig werden. Und dann lädt er die zu Dates ein, bla bla bla. Und am Ende der Staffel entscheidet er sich für eine. Ich muss euch erklären, was der Bachelor ist. Doch, dir muss ich das erklären. Und die heiraten dann? Junge Damen waren schon mal nicht da, weil die in Quarantäne mussten. Die heiraten nicht da in der Show? Nein, das ist nur, wir sind jetzt zusammen. Also der Ziel ist, dass der sich verliebt und am besten die auch. Ah, ich verstehe. Ich verstehe, das Konzept dieser Show ist, dass man diesen awkward Moment im Kennenlernen nicht hat, wo es dann heißt, sind wir jetzt zusammen oder nicht? Ja, ja. Das heißt dann so, hey, das ist die letzte Folge. RTL sagt, wir sind zusammen. Ja, dafür ist diese Show da, genau. Ja. Junge, und dieses Kennenlernen, ne? Und du merkst einfach an dieser Generation, also erstmal sind das, es geht einfach nur noch um Äußerlichkeiten, ist ja auch klar, dass die da. Was? Ja. Ey. Nee, aber du merkst an den Gesprächen, wenn die sich kennenlernen, so die sollen ja wissen, ey, was machst du so? Was ist, und es geht die ganze Zeit nur um irgendwelche, die reden über Insta-Follower, wie viel Follower hast du? Wie findest du mich denn so? Also es ist so, Junge, das sind so. Boah, ist das nicht egal? Wie findest du mich so? RTL will, dass ich das frage. Und was magst du an mir? Was findest du, dass ich gut aussehe? Also solche, das sind so Gespräche, wo ich dachte, ich meine, da merke ich auch, dass ich einfach älter geworden bin und sowas lange nicht mehr machen musste, aber da dachte ich so, ey, das ist Kennenlernen? Naja, Junge, und dann wurde es richtig lustig. Also, ich weiß, ich hoffe, ich kriege das alles korrekt erzählt. Aber es warte. Bist du davon auch der Sprecher? Es war ein bisschen. Nein. Du bist sowas wie der Pressesprecher. Nein, ich versau mir nichts. Junge, dann gab es so einen Moment, da dachte ich so, jetzt bin ich aber gespannt, wie die das erklärt, weil eine von den Kandidatinnen, ne, das war so eine, also, ich sag mal, klischeehaft, echt
so, so ein bisschen überschminkte Insta-Tussi. So. Da hat einer von mitgemacht? Ja, so eine hatten die da auch. Ja. Und die hat irgendwann gesagt, dass die nur mit an einem Zeh, an einem Fuß mit vier Zehen geboren wurde. Und das so, und dann, so, dann hat die gesagt so, ah, das werde ich, irgendwann muss ich dem das ja mal sagen. Und da sind geil, natürlich wenn alle Zuschauer drauf gespannt. Das wäre geil, wenn der Dicke weg wäre. Und die ganze Zeit so einen Linksdrall hat. Ja. Kreis. Ja. Boah, mein Gott. Der schüttelt die Pflaumen und holy shit! Wir kriegen den Kuchen nicht mehr. Diesen Zwischenschritt ist weg. Oh Gott, ey. Das wollte ich gerade sagen. Egal. Ey, pass auf. Und dann dachte ich, ach, da wird es irgendwann. Ah, sie spielen Beachvolleyball. Barfuß. Mal sehen, was passiert. So, das ist übrigens alles in der Folge, die erst nächste Woche kommt. Egal. Ja, ich habe Vorschau geguckt. Und ohne zu spoilern, tue ich aber trotzdem. So, und dann war ich etwas verwirrt, als ich das mit meiner Frau geguckt habe. Weil dann hieß es so, oh, jetzt kommt es zu einem Speed-Date. Der Bachelor, die Mädels haben 10 Minuten Zeit, um sich fertig zu machen für irgendwas, so, ne? Und dann rannten die da so in ihrer Villa, wo die da wohnen, so rum. Ah, ne. Und dann rief eine. Die wohnen auch noch zusammen? So, ja, die Mädels. Ach so, damit die sich anbiesten, ne? Ja, ja, genau. Viel Erfolg heute. Genau so. Und dann hörte ich so eine, wo ist mein Fuß? Wo ist mein Fuß? Und ich dachte so, hä? Ich so, Jasmin, hat die gesagt, wo ist mein Fuß? Ja. Zurückgespult. Ja, sie ruft, wo ist mein Fuß? Und dann so, hä, was ist das denn? Gegoogelt, was, Fuß. Meint die? Was denn? Sucht die jetzt ihren Fuß oder was? Und weißt du, was sie gesucht hat? Ja, ihren Fuß. Denn eine hat nur noch einen Fuß. Nicht das die heißt, C-Frau? Nee, die wahrscheinlich gedacht hat, ah, damit kann ich Mitleidspunkte. Es ist noch eine andere. Okay. Und die hat so eine Prothese tatsächlich. Ja. Und ich habe mich schon gewundert, dass diese komische Riemchensandalen, also anders als die anderen da so bei diesen Vorstellungen hat. Und dann hat die das halt erzählt. Es ist auch tatsächlich eine tragische Geschichte, wie das passiert ist. Aber seht selbst. Ja gut, wenn du einen Körperteil verlierst, ist es meist tragisch. Ja. Ja, ja, genau. Einmal eine Feel-Good-Geschichte, ich und der Hai. Achtung. Ja, und dann dachte ich so, weißt du, und dann war nämlich dieses Beachvolleyball-Spiel und dann hat die das dem erzählt. Die ohne Fuß, weißt du? Ich während dem Aufschlag so. Ja. So richtig gebrüllt, der an der Grundlinie, die an der Grundlinie. Naja, jedenfalls. Pah! So im Husten, ein Fuß. Was? Nix. Ich hab's gesagt. Nee, und dann habe ich gedacht, so geil, die hat jetzt der anderen richtig den Moment versaut, die das wahrscheinlich da mit dem C erzählen wollte. Hm. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Jetzt habe ich gespoilert, Leute, richtig gespoilert. Es kommt morgen in einer Woche. Wie gesagt, ne, das ist halt alles richtig krass scheiße. Morgen kommt es, aber ist doch schön, wenn man sich da für begeistern kann. Für begeistern kann. Es ist einfach herrlich. Und ich hoffe, ihr fasst das alles richtig auf, was ich hier gerade erzählt habe. Ach so, und da, Moment, ich muss was sagen zu der Fußfrau. Dann habe ich auch, dann ist wirklich Schluss. Die hat ihm das ja erklärt und hat auch geweint dabei, ne, und so. Und dann meinte sie, ja, was ist denn, ja, ich habe einfach super Angst vor Zurückweisung. Und da dachte ich, das ist natürlich geil, in einer Sendung, wo du rausgewählt wirst, dem, weil der kann die jetzt ja nicht. Also da habe ich gedacht, das wäre natürlich hart, wenn er sie jetzt bei der Entscheidung rauskicken, wollte ich sagen. Ja. Ja, würde. Ja, gut. Ja. So. Ich fand das sehr lustig. Ja. Jan, vielen Dank für deine Infos. Sehr gerne. Vielen Dank für die neue Rubrik. Ja, gern geschehen. Sollen wir da was rausschneiden? Hören wir doch mal rein. Ja, hören wir doch mal rein. Alles klar, Leute, schöne Woche. Das war eine Folge und nächste Woche kommt die nächste. Mit neuen, weiteren Kategorien. Nee, nicht so viel Druck aufbauen. Bis dann. Tschüss.